Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Ich fahre von morgen bis Samstag, also morgen ist Donnerstag, bis Samstag mit meiner Gastfamilie nach Kansas City und wir wollen halt morgen zu Worlds of Fun gehen, das ist so ein Freizeitpark und am Freitag dann irgendwas in Kansas City unternehmen und am Samstag dann wieder nach Hause fahren und eventuell auf dem Rückweg noch in ein Museum gehen. Und ich dachte mir, ich nehme mich einfach über diesen kleinen kurzen Trip mit. Ich habe auch heute schon angefangen zu packen ein bisschen, weil wir sind ja ein paar Tage weg. Und genau, ich würde sagen, ich fange dann einfach an. Ich packe meine Sachen halt in den Handgepäckskoffer hier und da ist jetzt auch schon meine eine Jacke drin. Und ansonsten nehme ich noch den Turnbeutel mit, weil das ist halt ganz praktisch, wenn man in der Stadt rumläuft. Und hier sind jetzt schon so ein paar Badsachen, also Bodylotion und ein kleines Shampoo. Den ganzen Rest von Badsachen, das packe ich halt erst morgen früh ein, weil das brauche ich noch. Und dann kommen wir schon zu meinen Klamotten. Also einmal nehme ich mein Bikini mit, weil in dem Hotel, wo ich scheinbar ein Pool ist oder so, mein Portemonnaie und eine Sonnenbrille. Und das ist halt das Outfit, das ich morgen anziehe, also auch auf der Fahrt dahin und dann halt bei Worlds of Fun. Und zwar ist es halt einfach meine Uhr, den Scrunchie, den ich von der Freundin bekommen hatte. Eine Kette, das schwarze Top, die weiße Shorts und so eine Kuscheljacke. Genau, die hatte ich nämlich auch noch mitgenommen, die habe ich gar nicht in meinem Kofferpack-Video gezeigt. Aber ich hatte ja noch irgendwie 3 Kilo über und dann habe ich mich halt noch dazu entschieden, noch 2 weitere Sachen mitzunehmen. Genau, und bin ich auch sehr froh drüber. Und das sind dann meine Oberteile. Ich habe jetzt einfach hier so 3 verschiedene. Ich brauche zwar eigentlich nur 2, aber ich denke, es ist immer besser, wenn man noch ein Oberteil oder so mehr dabei hat. Dann habe ich hier noch eine andere Hose und eine lange Hose. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen, aber sicher ist sicher, falls es nicht doch irgendwie kalt werden sollte. Dahin ist halt Unterwäsche. Und das ist halt einfach ein T-Shirt und eine Hose zum Schlafen. Und dann nehme ich noch den Adapter mit, weil hier habe ich ja auch schon einen Adapter in einer Steckdose drin und ich habe halt noch eine Mehrfachsteckdose, deswegen brauche ich den hier eigentlich gar nicht und das ist gut, weil dann kann ich den jetzt einfach auf den Trip mitnehmen. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und ich habe jetzt meine Zöpfe in so 2 Teile abgeteilt, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr, mir die zu flechten, aber ich mache das dann halt auf der Autofahrt und das ist halt mein Outfit und genau, ich bin heute um 6 aufgestanden und wir fahren um 7 los, das ist jetzt glaube ich auch schon kurz vor 7. Also wir sind ja heute bei Worlds of Fun und das war eigentlich die ganze Zeit richtig schönes Wetter, aber jetzt hat es plötzlich angefangen richtig schlimm zu schütten. Also bis jetzt war es auch voll schön, so die ganzen Achterbahnen waren eigentlich voll nice und ja, auf jeden Fall, gibt es jetzt irgendwie eine Tornado-Warnung und ich hoffe mal einfach, dass nichts passiert. Ich melde mich jetzt auch endlich mal wieder. Ich bin jetzt gerade im Aufzug hier. Und zwar sind wir dann gestern wegen dem Regen nach Hause gefahren. Wir konnten dann leider nicht mehr bleiben, weil es hat halt richtig angefangen zu schütten. Das mit der Tornado-Warnung war glücklicherweise doch nicht so. Das hat sich nur irgendwie falsch verstanden. Aber trotzdem konnte man natürlich nichts mehr fahren, weil es hat geschüttet wie aus Eimern und es hat auch nicht aufgehört. Wir haben noch 1/2 Stunde gewartet. Deswegen sind wir dann ins Hotel gefahren, um uns trockene Klamotten anzuziehen und zwar dann noch essen. Und genau, jetzt heute fahren wir eben nach Kansas City in die Stadt und ich laufe jetzt gerade auch schon zum Auto. Erst in so einem Jazzmuseum und jetzt sind wir gerade in so einem Arabian Boat Museum oder so heißt es. Und auf jeden Fall ist es hier richtig cool. Also das Jazzmuseum fand ich ganz interessant, aber ich bin nicht der größte Jazzfan, deswegen ja. Aber das hier, das ist echt
richtig cool, das ist voll interessant. Und die haben halt wirklich über 100 Jahre nach so einem Boot gesucht, halt keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, es ist halt irgendwie richtig nice hier. Ich habe ja auch so ein bisschen mitgefilmt und euch so Eindrücke geteilt. Noch in dem World War One Museum in Kansas City und das war richtig beeindruckend und auf jeden Fall waren wir danach dann noch bei so einem Haus, wo ein Präsident früher mal gelebt hatte, da habe ich mich jetzt auch eben gerade ein Bild eingeblendet und jetzt gehen wir essen in so einem Restaurant, wo das Essen von so Zügen so geliefert wird, keine Ahnung, die dann so runtergebracht werden auf den Tisch. Samstag und wir fahren heute halt nach Hause bzw. halt wieder nach Nebraska zurück und auf dem Weg haben wir jetzt noch in so einem Museum gehalten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was das hier ist. Auf jeden Fall sind hier so ganz viele Räume und so. Ich glaube, das ist eine alte Stadt. Auf jeden Fall sieht es hier eigentlich echt ganz interessant aus. Und gestern nach dem Essen sind wir halt eigentlich einfach nur ins Hotel gefahren und haben da nichts mehr Spannendes gemacht. Deswegen habe ich da nicht mehr gefilmt. Und heute Morgen haben wir wieder Waffeln im Hotel gefunden.